Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Kommen Sie hier ins Bild. Wir werden heute hier eine Back-Challenge drehen. Warte, Back? Ja, oder kochen. Es ist egal, was man macht, haben wir gesagt. Es ist egal, was wir machen. Wir dürfen alles aus dieser Küche benutzen. Alle Lebensmittel, egal was, süß, sauer, salzig, herzhaft, bitter. Scheiß der Hund drauf, bitter. Genau, das heißt, wir stellen den Stoppuhr und am Ende wird die Mona Punkte vergeben. Einmal Geschmack und einmal Optik. Ja. Und der Gewinner... Und das wird richtig schwer, wenn wir komplett unterschiedliche Sachen machen, ne? Sagen wir 10 Minuten Zeit haben, das Video wird heute ein bisschen länger, tut mir Boah, leid. Leute, ich habe wirklich, ist jetzt no joke, ihr denkt jetzt, oh, ihr habt euch ein Rezept rausgesucht. Ich habe mir keine Sekunde Gedanken gemacht, was ich jetzt machen will. Ich Los. Weiß. Ich brauche ich den Teller, ich muss erstmal essen. Oh, jetzt sind ja gar nicht die Bildchen, die Idioten. Das stimmt. Das ist ein langweiliges Video. Oh, was kann man denn jetzt machen, jetzt mal ohne Rezept, was wir machen können, was man machen kann? Schon eine Minute vorbei. Nein! Laber nicht! Was machst du da? Das haben wir doch mal gekauft. Okay, ich mach mir schon mal eine Pfanne heiß. Geht das? Wieso legst du mir deinen Müll hier drauf? Oh nein, ich hab die große Pfanne genommen, das ist falsch. Juli, wo ist die kleine Pfanne? Wo ist die kleine Pfanne hier? Er wird mir zum Verrecken jetzt nicht antworten, wisst ihr das? Hm? Wo ist die kleine Pfanne? Wahrscheinlich in der Spülmaschine. Die Ordnung machen wir gleich hier, okay? Was geht denn da jetzt nicht? Boah, was ist das denn für eine geile Scheiße? Hast du es jetzt nicht mitbekommen? Nee, ich wusste ja nicht, dass das so cool aussieht. Natürlich habe ich mitbekommen, dass du das benutzt hier. Weißt du was, dass ich das jetzt gerade alles nur mache, weil ich gesehen habe, dass du eine Zucchini benutzt hast? Ich wollte eigentlich Pralinen machen. Oh nee, du brätst schon was? Ich schmeiß es erstmal jetzt in den Ofen, damit das irgendwie lecker knackig wird. Und auf jeden Fall wird das in 6,5 Minuten noch lecker knackig. Geschnitten und angebraten, meine Damen und Herren. Ich habe noch nichts außer einen Scheiß. Bruder, das war ein Messer. Das Messer hat mich sogar hier berührt. Ich habe richtig Glück gehabt. Ich bin gerade am überlegen, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Sandwich daraus machen? Scheiß Apfel hier. Dass ich nachher mit Käse überbacke oder... Oh, ich bin gerade voll überfordert, was ich machen soll. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade mache. Was machst du denn da? Naja, Kreativität 3000, würde ich mal sagen. Ist mir gerade spontan gekommen, die Idee. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, aber wir schauen mal. Ich weiß nicht, was ich essen soll. Nein! Hast du mein Ei geklaut? Du bist so ein Arsch! Viel Zeit haben wir noch. 6,5 Minuten schon? Scheiße. Mach nicht heiß. Woran liegt denn das? Weil der Herd aus ist. Boah, das hast du gemacht. Das war, tut mir leid, dafür kriegst du auf jeden Fall Boah, 2 Minuten extra. Du Arschgabel. Tut mir leid, ich hab vergessen, dass du auch was auf dem Herd stehen hast. Mach dir mal den Herd aus. Das war keine Absicht. Also Leute, ich habe jetzt hier ein Ei geschlagen. Und jetzt mache ich hier so Eier-Gemüse-Muffins. So, der letzte Gemüsemuffin kriegt kein Ei. Und ich warte jetzt einfach nur noch, glaube ich. Ich könnte schon mal anfangen, den Teller schön zu dekorieren. So. Guck auf die Zeit, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ach du Scheiße, wir haben noch 1,5 Minuten. Laber nicht. Ist alles voll angebrannt. Ich drehe das jetzt rum. Als ob das jetzt so ein Turm ist, der stehen bleibt. Der kippt jetzt jede Sekunde um. Ich bin jetzt schon ein bisschen abgehört. Jetzt wird das Ganze abgefüllt. Okay. So, hier sind die beiden fertigen Gerichte. Ich glaube, das habt ihr eben gar nicht so gesehen. Du musst das da hinschieben. Wegen Licht muss die Mona da sitzen. Wegen Licht. Also das ist ein Gericht. Ja, super. Und das andere Gericht schiebt der Ilan gerade weg. Das ist das andere Gericht. Okay, setzt euch jetzt mal beide dahin. Ich muss einmal Optikpunkte vergeben und einmal Geschmackspunkte. Okay. Was? Das ist nicht Gold, oder? Doch. Oh.
Oh, das ist ein hartes Battle hier. So, du musst jetzt entscheiden. Was spricht dich mehr an? Erstmal, was spricht dich optisch mehr an? Also ich glaube, das sieht mehr aus wie aus dem Restaurant. Und das könnte schon fast geiler sein, weil das eine größere Auswahl ist. Aha. Okay, also optisch würdest du da, wie viele Punkte würdest du da 1 bis 10 geben? 8,5. Oho. Hier würde ich eine 8. Ja, mega. Ein halber Punkt Unterschied bis jetzt. Ja, schon hier interessant. So, jetzt musst du probieren, Mona. Aber krass, dass wir das in 10 Minuten hinbekommen haben. Ja, richtig krank. Boah, was ist das? Boah, geil. Das ist ein ganz, ganz komisches Video. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Stell dir vor, diese Köche in der Sendung würden einfach nur... Das ist schon krass, ne? Ach du Scheiße, wie macht man das? Geil. Eine Hand, Schnitzkunst. Stell dir vor, die Köche in den Sendungen würden sagen, probier ich mir das andere. Eine geile Scheiße. Gente, ne? Also ich würde sagen, das Salz von der Zucchini könnte auf das Ei drauf. Ja, es ist ja auch so gedacht, dass man so ein Stück da. Ah, okay, zusammen. Also muss ich das zusammen essen. Das ist richtig nice. Wenn man will, kann man sich das Käseherz auch noch drauf droppen. Wie er sich freut! Das ist ja unfassbar! Das ist ganz, ganz komisch, jemandem so nah beim Essen zuzugucken und selber kein Essen zu haben. Das ist eine ganz Situation. Also wie viele Punkte? Was ist das eigentlich hier? Aioli. Das ist selbstgemachte Aioli. Selbstgemacht. Toll. Dann sagen wir hier, gibt das 8 Punkte. Und hier sagen wir 7,5. Toll, und damit haben wir einen Unentschieden im Endeffekt. Ja, wir haben ja vorher die anderen Punkte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Auf jeden Fall Daumen nach oben für diese unfassbar krasse Kameraführung. Habt im Hinterkopf, dass bei mir auf jeden Fall eine Zutat mehr vorhanden ist als bei der Bibi, und zwar die Liebe. Okay. Das Käseherz. Ja, seht ihr? Ja. Tschüss.